Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Battlefest oder unterwegs. Uns wollen wir heute wieder so ein kleines Opening-Event machen. Ich habe nämlich wieder eine Mythic Plus-Kiste, die ich öffnen kann. Und zwar waren wir letzte Woche wieder fleißig, haben wieder ein bisschen M Plus gemacht. Was haben wir gespielt? Irgend so ein Chaos-Key, glaube ich. Ach, der Tiefen-Fool-Key. Ach ja, der war gerade noch in Time mit so einer Random-Gruppe. War interessant. Egal, wir wollen einmal die Kiste aufmachen und schauen, was wir raus haben. Warte mal, was habe ich denn geskillt? Nicht, dass ich wieder irgendeinen Kack geskillt habe. Wildheit. Oh, die Kanone ist drin. 475 mit Lifesteal. Ah, ich weiß gar nicht, ob die... Vielleicht skaliert die sogar besser als die Sachen, die ich habe. Das müsste ich tatsächlich mal durchsimmen. Ah, das ist tatsächlich jetzt gar nicht so schlecht. Titanresidium haben wir auch wieder ein bisschen was. Aber ich spare mir das jetzt erstmal und guck mal, was ich für PvP für ein Teil brauche. Und dann kaufe ich mir was. Da muss ich mir aber erstmal ein bisschen informieren. Deswegen werden wir das jetzt nicht gleich ausgeben. Aber die Kanone, die kann ich eventuell brauchen tatsächlich. Was natürlich jetzt cooler gewesen wäre, das Motorrad auf 475, ne? Aber man kann nicht alles haben. Die Kanone, die kann vielleicht auch ganz gut sein für die eine oder andere Situation. Ja, ist jetzt nicht so ganz gewastet. Gut, das war es eigentlich auch schon wieder mit dem kleinen Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so Tolles gekriegt habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.